fahren, wie das geht. Das funktioniert ganz gut. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Schwenke, ich fand das ja schon bemerkenswert, dass Sie mich vorher oder gebeten haben, ich solle mich doch bitte kurz fassen, meine Stimme zu schonen. Und gut, dann weiß ich das ja auch sehr zu schätzen. Ich werde mich aber trotzdem kurz fassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Eifler und Frau Kollegin Schwenke hatten ja eben schon darauf hingewiesen, dass wir dieses Thema in der Januarsitzung hier schon, ich mache das jetzt etwas länger als zwei Minuten, Kollege Albrecht, dass wir dieses Thema ja schon in der Januarsitzung behandelt haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr Kollege Jäger, war es ja ein Einvernehmen zwischen allen Fraktionen, das letztendlich zur Beschlussfassung dieses Antrags geführt hat. Und wenn Sie sich heute hier hinstellen und sagen, eines Ihrer wesentlichen Anliegen wäre, dass hier aus dem Landtag ein Signal kommen würde, dass wir das Thema Elektromobilität dann auch entsprechend in Richtung Berlin unterstützen, konkret nach fünf Monaten, ich sage da gleich noch was zu dem Konkreten, lieber Johann Georg, dann denke ich mal, ist das... Ich höre jetzt zu, Herr Kollege Ritter, ich habe da kein Problem mit, ich warte auch so lange. Dann denke ich mal, ist das, was damals gesagt worden ist, auch wenn ich Frau Kollegin Schwenke durchaus recht gebe, der Antrag in sich war etwas allgemeiner gefasst, aber die Debatte war wesentlich konkreter als der Antrag, das aus Ihrer Sicht vielleicht damals hat vermuten lassen, dann ist dort meiner Meinung nach damals alles gesagt worden. Und das, was gesagt werden muss aus diesem Land, dass wir für Elektromobilität sind, dass wir das auch entsprechend durch den Bund unterstützt haben wollen, dass wir natürlich auf der anderen Seite bestimmte Formen von Elektromobilität, und da kann ich auch nur das aufgreifen, was Kollegin Schwenke eben gesagt hat, zum Beispiel im Nahverkehrsbereich, aber auch bei solchen Geschichten wie Pedelecs oder E-Bike, dass wir dieses im Land auch entsprechend unterstützen. Das ist, glaube ich, damals fraktionsübergreifend gesagt worden. Dafür braucht es diesen Antrag nicht. Aber Ja, Niedersachsen-Hessen ist das Thema. Niedersachsen-Hessen, lieber Johann Georg, ist aber nicht das Thema deines Redebeitrages gewesen. Und dann komme ich mal zu dem Antrag, wie er vorliegt. Ich komme jetzt auch mal dazu. Ich komme dann auch mal zu dem Text des Antrages und dann möchte ich auch bitte mal nochmal auf das zurückgreifen dürfen, was du eben gesagt hast. Da ist ja deutlich geworden, dass es von der Bundesregierung eine Initiative gibt, diese 50 Wasserstofftankstellen zum Beispiel zu errichten. Und dass man sich hier über drei Tankstellen oder vier oder fünf von mir aus, von den 50, drei wären schon schön, dass man sich freuen sollte. Ich sehe jetzt aber nicht den Bezug zu dem Antragstext dazu. Ich sehe schon, was da mit den Bundesratsinitiativen gewollt ist, aber da sehe ich wiederum nicht den Bezug dazu, was die Bundesregierung bereits in dem Feld tut. Und was dann diesen Antrag angeht, und dann greife ich mir mal die zwei Punkte aus, die wesentlich sind. Das eine ist die Förderung der Elektromobilität, so wie es der hessische Antrag dann vorsieht, und das andere ist die Förderung wasserstoffangetriebener Kraftfahrzeuge. Der Markt für wasserstoffangetriebene Kraftfahrzeuge ist hier in Deutschland, das sind deine eigenen Ausführungen gewesen, noch viel dünner als der von E-Fahrzeugen. Und die Infrastruktur dafür ist noch viel schlechter als für E-Fahrzeuge. So, und dann kommen da zwei Punkte dazu. Dann stehe ich tatsächlich auf dem Standpunkt, auch aus den Interessen dieses Landes, die sich in anderen Bereichen ergeben, dann sollten wir uns auf den Punkt Elektromobilität tatsächlich fokussieren. Und wenn wir uns darauf fokussieren, und da gebe ich dann wiederum der Kollegin Schwenke recht, dann ist das Mittel zum Beispiel der Kfz-Steuerbefreiung, das ist ja in der Vergangenheit schon eingeführt worden ist, ein durchaus sinnvolles Mittel. Aber ich sage das auch in aller Deutlichkeit, von diesem Thema, ich nenne es jetzt mal Abwrackprämie, in Anführungszeichen, für Fahrzeuge, davon halte ich tatsächlich gar nichts. Und dann muss man auch ganz deutlich sagen, und das zeigt sich auch in anderen Bereichen, dass das, was dort an staatlichen Zuschüssen gegeben wird, im Endeffekt nur bei denjenigen, die die Fahrzeuge oder auch andere Sachen verkaufen, entsprechend obendrauf geschlagen wird. Das hat sich, lieber Johann Georg, das hat sich auch in der Vergangenheit, das Ein Moment, Herr Schulte. Ich habe sehr viel Geduld gehabt bei diesem Dialog, weil ich festgestellt habe, es soll ja im Rahmen der Debatte sich auch mit Argumenten auseinandergesetzt werden. Aber ich mache jetzt einen Vorschlag zur Güte. Sie haben noch Redezeit. Herr Schulte wird dann noch Redezeit haben. Wenn er denn irgendetwas richtigstellen will, kann er das dann noch machen. Und jetzt hat Herr Schulte das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme da jetzt nochmal drauf zurück, was du gerade eben gesagt hast.
Ich habe mir die Zahlen auch in Norwegen angeguckt. Und es gibt ja auch in den Niederlanden entsprechende staatliche Programme dazu. Aber im Endeffekt muss man das nochmal deutlich sagen, wenn man das ansonsten mit den sonstigen Kfz-Zahlen vergleicht, dann ist das auch in den Bereichen marginal. Wir müssen nur einfach mal sehen, und da hat die Frau Lehn-Schwenke, auch wenn ich immer diesen Touch-Klassenkampf, der da eben mitgeschwungen ist, den will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber ja, das muss halt so sein, hat mir Herr Ritter erklärt, ein Jahr vor den Wahlen. Und wenn man das jetzt mal außen vor lässt, dann ist es tatsächlich so, dass diese Instrumente zwar marginal helfen können, aber grundsätzlich nicht geeignet sind, entsprechende Umsteuerung zu bewirken. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir werden aus den Gründen diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank.